Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You trying to survive. Yo, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und somit herzlich willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem Kanal. Und zwar reagiere ich heute auf Es soll nicht sein von Melina, Luca und Ferro. Ja, das ist die zweite Reaction von der Liste, von der Videoliste, die ich habe. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt, wie dieser Song klingen wird. Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange drum rum, wir starten direkt rein. Let's go! Ey, nicht wundern, meine Nase ist immer noch dicht, ne? Diese Pollenallergie hat mich durchgenommen. Ich bin weg. Ich hab dich kennengelernt, ich wusste nicht, was mal daraus wird. Du warst innerlich ganz anders, als es so nach außen wirkt. Gleicher Freundeskreis am Anfang warst du einfach da. Du hast geschrieben in der Nacht, wenn ich ganz alleine war. Irgendwann haben wir irgendwie gemerkt, alles klar, wir waren miteinander so wie wir mit keinem anderen waren. Nein, bei uns hat das sich einfach nur gematcht. Die Chemie, die war nahezu perfekt. Jeden Tag haben wir verbracht und uns verhalten wie ein Traumpaar. Du hast mich getröstet, wenn ich traurig und ich down war. Du hast so lange drauf gewartet. Wer singt überhaupt? Ich weiß nicht, ob wer rappt. Also das Intro, dieses das war ja Melina. Aber wer rappt jetzt? Ist das Ferro oder Luca? Nee, Luca klingt anders, oder? Ich hab von Luca einen Song gehört, ne? Ich bin weg, was hab ich denn? Dass ich frag, ob wir mit Wallah, gib mal diese Pizza hier, Maniac. Miteinander gehen, doch hab leider voll versagt. Nein, ich hab was hat diese Pizza eigentlich damit zu tun, Mann? Boah, der Arme, er hat Melina doch nur ein Pizzastück angeboten. Morgen. Er nimmt diese Pizza, er wirft auf Boden. Ich hätte diese Pizza trotzdem gefetzt, ne? Ich hätte diese Pizza trotzdem noch gegessen. Safe call. Die war safe auch noch in der Packung. Ey, imagine, das war nicht mal eine echte Pizza. Naja, dann hasse ich mein Leben. Okay, da sieht man jetzt Ferro, das ist Ferro. Das habe ich mir gemerkt. Und er schreit, oder das ist jetzt so die Perspektive, wo er diesen Song anscheinend schreit, oder sein Part. Glaube ich. Nee, das ist irgendwas anderes. Liebe, was steht da? Lena? Warum steht da Lena dran? Ich hab keine Ahnung, was da steht. Boah, ich hab keine Ahnung, was da steht. Den ich gesagt, was ich in mir trag, den Satz, ich liebe dich. Oh, ich hatte recht. So, bitte komm zurück. Du bist eine ich kann nichts ändern als die ganze. Ja, schön, dass nicht alles gezeigt wurde, ne? Ich wollte das zu Ende lesen, ne? Juckt keinen, trotzdem, aber. Gut. Jetzt habe ich vorgespult, außer, ne? Aber. Nein, ich hab dir nicht gesagt. Wait a minute. So, wait a minute. Wer ist Lena? Das muss mir jetzt einer erklären. Ist das auch jemand von VDSES? Warte mal, ich schau mal kurz in meine Liste. Weil muss ja, ich habe ja glaube ich hier einen Track habe ich hier glaube ich drin mit irgendeiner Lena. Ja, okay, das ist Leni. Nicht Lena. Ich bin auf Lena Land. Sick Dagget. Ich habe hier keine Lena. Also ist Lena ein Teil von VDSES? Ist sie da auch dabei? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich kenne mich da. Vor allem, wir gucken die ganze Zeit nicht im Fullscreen, ne? Jetzt Fullscreen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wer Lena ist. So, wenn das jemand von VDSES ist, okay. Wenn nicht, okay, weil der Name sagt mir nichts. So, eher lass mal weiter gucken. Aber okay, das ist anscheinend so ein Liebesbrief an eine Lena, entweder von VDSES oder außerhalb VDSES. Wer weiß das? Auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll, ne? Ich habe auch ein paar geschrieben, meine waren mies cringe. Ja, ich habe einen geschrieben, ne? Einen, danach nie wieder einen. Oh ja. Ich habe ein halbes Buch geschrieben, gefühlt. Auf PC, wohl bemerkt. Zum Glück habe ich den nicht mehr. Ja, zum Glück habe ich den nicht mehr. Egal, lass mal weitermachen. Satz, ich liebe dich, den habe ich dir nie gesagt. Zeit, die verging, meine Chance war verwehrt. Plötzlich
Hä? Wie, Jaden? Ich dachte Ferro. Hä? Also, was da, also ist das nicht Ferro? Ey, ich bin grad verwirrt sein Leben, ne? Ich bin grad mies verwirrt, dann warte mal. Ich halt Antrag geklärt. Wir haben gehofft und gebannt, doch vielleicht soll das mit uns einfach nicht sein. Ja, ich wollte nur ankommen, denn in meinem Herzen war ich immer dein. Wir haben gehofft und gebannt, doch vielleicht soll das mit uns einfach nicht sein. Ich bekam keine Antwort. Okay, anscheinend war das doch Ferro vorhin. Also der Part zumindest war Ferro. Gut, Ferros Part sehr, sehr strong gemacht. Man hat gehört, wie viel ihm dahinter gesteckt hat. Oder wie viel er dahinter stand. Wie viel er dahinter stand. Was ist das für Deutsch? Das ist nicht mal ein deutscher Satz. Scheiß einfach drauf, ne? Man hat, zurück zu dem, man hat gehört, dass er das richtig erzählt. Ich hätte mal, er hat diesen Part kurz geschrieben, so. Also in kurzer Zeit geschrieben, weil ich schätze mal, so einen emotionalen Part könnte ich auch. Ich könnte wahrscheinlich so einen emotionalen Song, wenn ich wüsste, was ich reinschreiben will, easy in 10 Minuten machen. Easy. Mit Hook, alles Mögliche, könnte ich den in 10 Minuten fertig machen. Das ist eine Lüge, ne? Aber man hat auf jeden Fall gehört, dass er da voll und ganz mit der Stimme reingegangen ist, in die emotionale Tiefe auch. Emotionale Tiefe, emotionale Höhe, so ist das, glaube ich. Ich habe keine Ahnung davon, ne? Ich reagiere hier nur und sag da was zu. Ja, vom lyrischen her, also vom Text her, fand ich Ferro sein Part sehr geil. So, ich bin ehrlich, ich mag seine Stimme. So, von dem letzten Track, den ich gerade gehört habe, das war ja Krach. So, da fand ich die Stimme schon wieder ein bisschen anders. So, da war mir die Stimme irgendwie ein bisschen auch zu leise auch. Aber jetzt hier auf dem Song kommt seine Stimme halt echt gut. Und ja, das ist einfach auch so ein Song, wo ich mir einfach denke, wieder, den kann man sich viel, viel öfters anhören. Der hat viel, viel mehr Dings verdient und sowas. Den müsste man eigentlich komplett hochpushen, den Song. Und wann ist der überhaupt? Vor 3 Wochen, 24.05. Also noch gar nicht mal so lange her, gerade mal einen Monat ungefähr her. Ja. Dann die Hook war ja gerade Melina. So, ey, die Stimme ist ja mal geisteskrank. Die Stimme ist geisteskrank schön. Zumindest die Hook war sehr, sehr schön. Auch von der Stimmlage her und so. Und man hat auch gehört, dass das keine normale Deutschrap-Hook ist, das ist sondern eher eine Gesangshook. Und das fehlt mir meiner Meinung nach im Deutschrap ein bisschen. So aggressive Parts und dann aber so Gesangshook. Wobei, wir haben ja eigentlich an sich einen Deutschrapper, der das noch macht. Das war der gute alte Reportagen. Der macht ja noch, ich sag jetzt mal so, aggressive Parts und Gesangshooks oder halt relaxing Hooks, sag ich jetzt mal. Und das war gerade auch so diesen Flair hatte ich gerade von Melina. Oder diesen Vibe hatte ich gerade von Melina. Weil man auch gehört hat, wie sie in diese Hook eingestiegen ist. Der Einstieg in die Hook fand ich auch sehr, sehr schön. Aber die Stimmlage von Melina, die hat mir am meisten gefallen in der Hook. So, und jetzt kommen wir zu Luca, müsste das sein, ja, doch, muss er sein, weil Ferro war gerade dran. Jetzt kommen wir hier zu Luca. Zu Luca kann ich nicht viel sagen, ich habe bisher nur, wie gesagt, den Song an Melina gehört, von ihm, deswegen, ich kann zu Luca nicht so viel sagen, aber wir hören mal rein. Denn ab jetzt bist du nur mit mir. Immer wenn du an ihn denkst, seh ich doch die Wut in dir. Wie gesagt, dieser Penner ist ein Opfer. Und wenn ich ihn mal seh, dann kassiert er einen Boxer. Weil ich ja keinen Bock hab, wenn du mit deinem Ex sprichst, lösch ich seine Message, wenn er dir einen Text schickt. Was, Bro? Was? Sag, dieser Penner ist ein Opfer. Und wenn ich ihn mal seh, dann kassiert er einen Boxer.
Wenn ich ihn mal sehe, kassiert er einen Boxer. Ja. Ich hätte vielleicht Bock. Ich hätte nicht Boxer. Ich hätte nicht das Boxer genommen. Ich hätte einfach. Wenn ich ihn mal sehe, kassiert er einen Boxer. Das würde. Wobei, das klingt noch. Ja, wobei, das klingt voll beschissen. Ne? Aber wobei, Boxer passt da eigentlich schon echt gut drin. Ne? Wenn ich ihn mal sehe, kassiert er eine Klatsche. Wobei, Klatsche wird auch noch gehen. Wenn ich ihn mal sehe, kassiert er eine Klatsche. Wobei, ich weiß ja nicht, was ist denn das nächste Wort, was er dann auf Boxer dann rein, glaube ich. Dieser Penner ist ein Opfer. Opfer. Ah, gut, er reimt halt Boxer auf Opfer. Ja, gut. Gut, das hat den Reim habe ich jetzt überhört. Warte mal. Wenn du an ihn denkst, sehe ich doch die Wut in dir. Wie gesagt, dieser Penner ist ein Opfer. Und wenn ich. Okay, ja. Immer sehe, dann kassiert er einen Boxer. Ja, okay, er reimt Opfer auf Boxer. Ja, gut. Gut, ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht, was du auf Klatsche reimen kannst, so, weil du kannst ja nicht so viel auf Klatsche reimen, ne? Klatsche, Ratsche, Tasche, so, ja, wobei Tasche reimt sich auch nicht auf Klatsche, Digga. Deswegen ist es wie schwierig, ne? So, aber was willst du da machen, so ganz ehrlich, wenn du, ich sag jetzt mal, eigentlich. Klar, Opfer auf Boxer kommt natürlich schon in die Richtung. Aber ja, gut, ne? So, es ist auch immer wieder so die Frage, wie willst du reimen oder was willst du reimen? Du musst ja auch irgendwie überlegen, so, okay, das kann man reimen, das kann man vielleicht reimen. Du musst ja auch überlegen, was sich reimt auf das Wort. Ne? Das ist ja auch immer wieder so die Frage. Und wenn du dich unbedingt jetzt Sachen hast, die sich reimen, dann hast du ja tatsächlich auch ein bisschen Problematik, den Reim zu vollenden. So, weil du kannst ja nicht einfach irgendein Wort nehmen und dann einfach irgendein Wort erfinden, was sich auf das Wort, sagen wir jetzt mal, reimt. So, weil Ratsche ist sagt mir nur irgendwie, ist so ein Fußballbegriff für mich. So, da kannst du ja keine beleidigen jetzt. So, Opfer ist jetzt auch keine krasse Beleidigung, so, ne? Aber ihr wisst, was ich glaube ich meine. Aber auf jeden Fall, ich glaube, es ist klar, was ich meine. Also, ich hoffe, es ist klar, was ich meine. Und ich hoffe, das kommt auch rüber, dass man weiß, was ich meine. So, zumindest hoffe ich das, einfach jetzt mal. Aber wie gesagt, halt Opfer, Boxer, das ist, kommt halt noch am meisten in die Richtung. So, aber ich weiß gar nicht, reimt denn nicht sogar noch mal was? Opfer, Boxer, reimt, kommt da nicht noch ein rein? Ich hab keinen Bock gehabt, wenn du mit deinem Ex sprichst, lösch ich. Ja, so ein Opfer, wenn ich mal sehe, passiert an einem Boxer und weil ich keinen Bock habe. Oder? War das so? Ich denk, seh ich doch die Wut in dir. Wie gesagt, dieser Penner ist ein Opfer. Okay, wir haben Opfer als Reimstart. Und wenn ich immer sehe, dann kassiert er einen Boxer. Weil ich ja kein Bock hab. Okay, also er reimt Boxer und Bock hab auf Opfer. Ja, yeah, gut. Na, wobei, eigentlich reimt er ja Boxer auf Opfer und Bock hab auf Boxer, ne? Ja, das kommt halt noch am meisten nah ran, ne? Wenn man überlegt, Box. So, das fängt ja beides mit dem ersten, mit den zwei gleichen Buchstaben an. Boxer, B-O, Box, B-O. Ja, das ist ja, ist halt ein Reim für sich eigentlich, ne? So, Opfer, Boxer, Bock hab, ne? Das ist halt so, das sind halt meiner Meinung nach so die Standardreime, die dann aber wiederum, wenn man die richtigen Wörter davor noch haut,
du wiederum einen richtig geilen Reim hast. So, das ist jetzt, glaube ich, ich habe keine Ahnung, was das für ein Reimschema ist. Ne? Ich habe da echt keine Ahnung von. So, da braucht ihr mir auch nichts in die Kommentare dafür schreiben. Ich habe da keine Ahnung von. Ich werde es wahrscheinlich noch nie raffen. Aber es gibt ja A, B, A, B, A, B, B, A, B, A, B und so. Und glaube ich, irgendwas noch mit C gibt es ja wahrscheinlich auch noch. Ey, ich kenne mich damit nicht aus, ne? Ich habe da keine Ahnung von. Scheiß einfach drauf, wirklich. Wir machen weiter. Wenn du mit deinem Ex sprichst, lösche ich's. Naja, wobei, das ist kein Reim, ne? Opfer, Boxer, Bockkopf, Ex sprichst, ne? Was? Einen Boxer, weil ich ja kein Bock hab. Wenn du mit deinem Ex sprichst, lösche ich seine Message, wenn er dir einen Text schickt. Okay, ich glaube, das ist wieder ein Reim. Mit deinem Ex sprichst, lösche ich seine Message, wenn er dir einen Text schickt. Wobei sprichst und schickst, ja, das ist kein wirklicher Reim. Aber es geht halt auch wieder so in die Richtung eines Reims. Aber es ist kein direkter Reim, nein. Also nicht für mich jetzt. Das ist, also sprichst und schreit. Ist kein Reim für mich, nein. Ein Junge auf der Blacklist, weil er nur der Zweite bleibt. Was ist mit Blacklist? Message, wenn er dir einen Text schickt. Schickt, Blacklist. Sprichst, schreibt. Sprichst, schickt. Blacklist. Okay, auf Blacklist musst du halt schon einen anderen Reim finden dann. Da kannst du nicht, also falls das sein soll, dass er spricht, schickst und dann den Reim auf Blacklist übergeht, funktioniert nicht ganz. Du kannst, das geht sich auch textlich gar nicht aus, vor allen Dingen, das geht sich hier nicht aus. Du kannst nicht sprichst oder schickst auf Blacklist, das geht nicht. So, das habe ich schon viel zu oft versucht, das ging nicht, weil ich hatte auch eine Blacklist-Line mal in einem, sag jetzt mal, Song von mir, den ich nie fertig machen werde, weil ich habe noch nicht mal die Lyrics fertig. Weil ich schreibe just for fun Texte, ne? Ich schreibe just for fun Songtexte. Irgendwann mal lade ich die mal hoch, aber ja, keine Ahnung, irgendwie mache ich das nicht. Zurück zu diesem Blacklist-Ding. Du kannst auf den beiden Wörtern kein Blacklist reimen. Du musst, wenn dann was haben, was entweder mit BL anfängt. So, Blacklist. Blacklist. Was kann man denn gut auf Blacklist reimen? Eigentlich kann man kaum was auf Blacklist reimen. Blacklist. Bla, Blacklist. Relax dich. Ne, es geht eigentlich auch nicht, ne. Junge auf der Blacklist, weil er nur der Zweite bleibt. Wag es nicht mit ihm zu reden, ohne mich auch einzuweinen. Du weißt ganz genau, das mit euch kann doch nie passen. Dieser kleine Penner, er soll dich einfach ziehen lassen. Deine Aufmerksamkeit ist auf mich gerichtet. Denn dein Hammer, was war das für ein Move, Mann? Ex, dieser Lauf ist Geschichte. Tausend Gedichte hat er dir geschrieben. Warum wird dieser Trottel checken, er wird dich nicht kriegen. Jetzt bin ich in deinem Leben und ich sage, besser ist. Weil dein Ex, dieser Lauf, einfach hässlich ist. Wir haben gehofft und gebannt, doch vielleicht soll das mit uns einfach nicht sein. Ja, ich wollte nur ankommen. Also, gut, warte mal. Dein Ex, dieser Lauf, einfach hässlich ist. Ey, ganz ehrlich, Luca sein Part fand ich bis jetzt am krassesten. Luca sein Part hat mir bisher am meisten gefallen. Vom Textlichen geil. Ich fand diesen Reim an sich ganz geil. So, wie gesagt, ich hab den so ein bisschen kritisiert mit diesem Opferboxer. Was war das andere? Keine Ahnung. Opferboxer Bock hab. So, ne? Ich hab das ein bisschen kritisiert. So, den Reim. Aber wenn man das textlich zusammensetzt. So, wenn man den Text dann vor sich hat, klar, dann kommt er natürlich noch ein bisschen geiler, der Reim. Und natürlich, das ist halt ein Reim, den hast du schnell drinnen. So. Aber du musst halt auch bedenken, was packst du natürlich davor? Zum Beispiel, dieses ist dein Ex, ist voll der Opfer. Wenn ich ihn mal sehe, dann kriegt er eine Boxer. Und weil ich keinen Bock habe. So, das wären drei geile Lines. Dann hast du drei geile Lines. Drei geile Lines fertig und dann musst du nur den Rest machen. So, wenn du diese drei Lines hast, kannst du eigentlich schon
praktisch gesehen von den drei Lines abgehen, wie du vom Anfang zu dieser ersten Line mit dem Opfer hinarbeitest. Und dann hast du ja diesen Übergang in Boxer, dann hast du den zweiten Übergang im Bockup und dann musst du ja nochmal, dann kannst du ja so gesehen den Ausgang vom Reim schreiben. So, und das ist eigentlich das Geile am Deutschrap oder am, ich sag jetzt mal, Songwriting. Wenn du einen Reim hast und du weißt, der ist gut, dann musst du ja eigentlich nur überlegen, vom Anfang des Reims, wie jetzt zum Beispiel, dein Ex ist voll der Opfer, so, dann hast du ja diese Line schon. Und da musst du ja nur gucken, wie arbeitest du von deinem Anfang, von dem Anfang deines Parts bis zu dieser Zeile. So, und dann hast du ja dein Ex ist voll der Opfer, wenn ich ihn mal sehe, dann kriegt er einen Boxer. So, dann hast du den zweiten Reim. So, das ist die zweite Reimline. So. Ne, dann hast du zwei Reimlines schon und dann kannst du ja immer noch diese dritte dazwischen packen. Die dritte dahinter noch. Weil ich keinen Bock habe. Und da musst du ja nur noch den Rest schreiben. Da musst du ja nur noch so gesehen das Outro von deinem Part schreiben. Und dann hast du eigentlich den Part fertig. So, und das ist halt das Geile an Deutschrap und Songwriting. Du kannst an sich, jeder kann an sich Texte schreiben. Man muss nur die richtigen Wörter in die richtige Reihenfolge setzen und die richtigen Reime in die richtige Reimline setzen, damit du zum Beispiel er hat ja einen Dreierreim mit Opfer, Boxer, Bock hab. So, das ist ein Dreierreim. Also ich habe keine Ahnung, ob man das so nennt, aber ich nenne es jetzt so. So, das sind drei Wörter, die sich jeweils reimen. Und dann hat er, ich schätze mal, dass er das so gemacht hat. Wenn nicht, dann ist das jetzt, dann würde ich das halt so machen. Aber wenn er das so gemacht hat, Respekt, dann hat er zum Beispiel diese Lines geschrieben und arbeitet dann von oben zu dieser Line. So, dann hat er den Anfang bis zu der Opferline fertig. So, da er aber schon das mit dem Boxer und Bockert hat, kann er einfach direkt von dieser Bockup-Line runterarbeiten bis zum Ende des Parts und zurück hin. Und das ist halt das Geile an Deutschrap und generell Songwriting. Du kannst an sich Texte schreiben. Jeder kann das. Deswegen mache ich das auch. So, jetzt kommen wir wieder zurück. Aber Lukas, sein Part, Respekt. Geiler Part. Und gefällt mir. 10 von 10 approved auf jeden Fall. Ich küsse seine Augen auf jeden Fall. Er kann rappen. Er kann... Meiner Meinung nach hat er, ich weiß nicht, ob er mehr Songs hat, wenn nicht, hat er meiner Meinung nach zu wenig Songs. Meiner Meinung nach hat er viel mehr drauf, wenn er mehr Songs machen würde dann. Also ich wünsche mir in Zukunft von Luca entweder mehr Singles, also mehr Songs von ihm alleine, oder auch Songs, keine Ahnung, mit Ferro, mit Melina oder keine Ahnung, wobei Maya habe ich nie gehört. Ne? So, und da komme ich ja nach dieser Reaction zu. Da sind ja auch, glaube ich, drei Tracks bei mit ihr noch. Keine Ahnung, aber trotzdem, Luca, dein Part, Respekt. Grüße gehen raus. So, jetzt kommen wir wieder zu Hook. Zu Hook brauche ich nichts sagen, da habe ich vorhin schon was zugesagt. Deswegen hören wir die jetzt durch und dann kommen wir, glaube ich, zu dem Part von Melina, wenn die noch ein Part kriegt. Ich meine, sieht so aus. Wir haben gehofft und gebannt, doch vielleicht soll das mit uns einfach nicht sein. Ja, ich wollte nur ankommen, denn in meinem Herzen war ich immer da. Wir haben gehofft und gebannt, doch vielleicht soll das mit uns einfach nicht sein. Ich bekam keine Antwort, ich wollte mein ganzes Leben mit dir sein. Ich bin mit drin, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Denn seitdem du weg bist, will mir einfach nichts geben. Das, oh mein Gott. Keine Antwort. Ich wollte mein ganzes Leben mit dir drin. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Okay, der Übergang in dem Part war ein bisschen, naja, weil die Hook noch zu laut im Hintergrund war. Die Hook, also der Ausgang von der Hook, hätte ein bisschen leiser sein müssen im Hintergrund, damit man halt ihre Stimme im Übergang besser hört. So, nur ein kleiner Tipp am Rande so, aber da wäre halt wirklich besser, wenn die Stimme von der Hook, also dass ihre Stimme in der Hook am Ende noch ein bisschen runtergegangen wäre von der Lautstärke und dann der Übergang zu ihrer Partstimme rüber, so dass man die in dem Übergang zum Part besser hört, weil ich habe jetzt gerade nur die Hook verstanden, ich habe den Anfang vom Part gar nicht richtig gehört. So, deswegen, ich müsste mir jetzt die Lyrics aufmachen, um zu lesen, was sie gesagt hat am Anfang.
aber egal. Es ist nur, wie gesagt, meine Meinung, meine Kritik und ja, weiter. Weiter im Part Menina. Und der arme Fedo sitzt da mit seinem iPhone. Er war geile Schuhe, hä? Er sieht eigentlich ganz korrekt aus. Oh, wie kann man den abblitzen lassen? Was laber ich eigentlich, ne? Ey, aber er sieht echt korrekt aus. Er sieht cool aus, yo. Weiter. Denn seitdem du weg bist, will mir einfach nichts gelingen. Ich steh morgens auf und habe dich vor Augen. Nein, ich hab nicht aufgehört, an uns zwei zu glauben. Mein neuer Freund, okay, er ist zwar ganz cool, aber das Problem, er ist halt nicht du. Er hat nicht dein... Ja, mein neuer Freund, er ist halt ganz cool, aber das Problem ist, er ist nicht du. Ja, cool und du, das ist halt auch wieder so ein Reim. Das wäre halt auch schon wieder so ein kritisierbarer Reim, wie dieses Opfer-Boxer Bock hat, ne? Aber das spare ich mir jetzt. So, ne? Sag ich jetzt nicht nochmal was aus so einem Reim, ne? Aber an sich gefällt mir ihr Part jetzt schon. Sie hat den lyrischen Skill, den man meiner Meinung nach braucht heutzutage, was Musik angeht. Und ja, meiner Meinung nach haben die drei, also Luca, Ferro und Melina, haben meiner Meinung nach diesen Skill, den man einfach für dieses Texte schreiben braucht. Und das finde ich das Geile daran. Ich finde dieses komplette Projekt einfach geil von VDSES, dass sie sowas machen, dass sie, ich sag jetzt mal, uns Jugendlichen diese Chance geben, Texte zu schreiben, die aufzunehmen, Musikvideos zu erstellen und die dann sogar zu promoten auf YouTube. Klar, ich, wenn ich dabei sein würde, ich würde das wahrscheinlich nicht auf den Kanal hochladen, beziehungsweise klar, ich würde das auch auf dem Kanal hochladen lassen, aber ich würde das dann wahrscheinlich sogar so machen, dass das dann bei mir auf dem Kanal auch noch kommt, dass halt die Leute nicht extra erstmal rübergehen müssen, sondern direkt auf meinem Kanal auch nochmal alles, das Ganze sehen. So, dass die Abonnenten von mir halt auch nochmal was davon haben, ne? Grüße gehen raus an meine Abonnenten. Ich küsse eure Herzen. 5 Abos fehlen noch zu den 150 Abonnenten. Vielleicht machen wir die noch im Juni voll. Würde mich auf jeden Fall dick freuen. Deswegen teilt den Kanal und lasst ein Like und ein Abo da. Ich küsse eure Herzen. Und ja, irgendwann mal mache ich mal so ein bisschen längeres Video, wo ich ein bisschen was über mich erzähle. So, weil das meiste wisst ihr nicht. So. Ihr wisst ja nicht mal einigermaßen irgendwas eigentlich über mich. Ihr wisst eigentlich nur, wie alt ich bin und dass ich in Bremen wohne. Mehr wisst ihr nicht. Und halt mein Name, ne? So, wie ich aussehe, wisst ihr zwar auch, aber, ne, so, die Randinfos wisst ihr nicht. Irgendwann mal mache ich so ein Video. Vielleicht mache ich das als Special für irgendeine Abonnentenzahl. Vielleicht überlege ich mir, keine Ahnung, bei 1000 Abonnenten mache ich dieses Special-Video. Und dann, ne, machen wir das mal, ne? Oder bei 500 kann man das auch schon machen. Deswegen, wenn ihr dieses Special-Video wollt, teilt den Kanal, lasst ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, um es dann nicht zu verpassen, ne? Ihr wisst Bescheid. So, weiter geht's. Boah, war das eine random Werbung einfach mittendrin, Digga. Egal, lass mal weitermachen mit Melina in ihrem Part. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde ihre Stimme sehr, sehr sympathisch. Das ist halt auch einfach so eine Stimme, die kann man sich einfach jeden Tag anhören, meiner Meinung nach. So, ich könnte mir jetzt einfach den Part rausschneiden und, keine Ahnung, als Wecker-Klingelton nehmen und ich würde einfach jeden Morgen aufwachen. Zwar vor dem Wecker, aber egal. Es ist aber echt so, ich wache immer vor dem Wecker auf. Das regt mich so auf. Gut, ich stelle mir auch keinen mehr, weil ich eh weiß, dass ich schon davor wach werde, ne? Aber, ja, egal. Weiter. Dein Humor, dein Style und dein Herz. Dich aufzugeben ist mein neuer eigentlich nicht wert. Irgendwas läuft dir verkehrt, die Gedanken sind am Kreisen. Bei dir hatte ich nie den Eindruck, ich muss irgendwas beweisen. Weil wir beide einfach frei sind, wenn wir miteinander Zeit teilen. Will nicht mit den meisten, ich will nur mit dir allein sein. Die Logik, die mein Kopf steuert, sagt, mach doch Schluss. Mein Herz sagt, bist du verrückt, gib ihm einfach einen Kuss. Ich verliere den Verstand, verdammt, ich werde noch verrückt. Ich gehöre zwar zu dir, aber kann nicht mehr zurück. Wir haben gehofft und gebannt, doch. Also, wie gesagt, Stimme sehr sympathisch. Ja, der Part, also ich habe irgendwie das Gefühl, der war kürzer als der von Luca. So, ich habe irgendwie das Gefühl, Luca hatte den längsten Part von den drei. Was aber auch nicht schlimm ist, so, wenn die beiden einfach weniger Text hatten jetzt an sich für die Parts, so, klar, dann hatte Luca halt vielleicht einfach mehr Text oder so. Was ich zu dem Paar von Melina jetzt sagen kann, ich finde, wie gesagt, ja, die Stimme sehr, sehr attraktiv, wollte ich gerade schon sagen, sympathisch. So, deswegen war es leichter rauszuhören, was sie sagt.
So, war zwar bei Luca und bei Ferro auch. So, Lukas Stimme ist auch sehr angenehm. Das ist einfach auch eine Stimme, der könnte fucking Hörbücher sprechen. Synchronisieren. Ich würde es mal reinziehen. Das könnten die drei machen. Ich sehe schon bei VDSCS Dingens hier Hörbuch, ne? Krass, wahrscheinlich nicht, ne? Aber ja, wie gesagt, Part von Medina sehr, sehr strong gemacht. Textlich sehr, sehr strong. Lukas Part meiner Meinung nach immer noch am krassesten. Und ja. Geben wir uns noch einmal die Hook und dann ist schon wieder das Ende vom Video. Vielleicht soll das mit uns einfach nicht sein. Ja, ich wollte nur ankommen, denn in meinem Herzen war ich immer dein. Wir haben gehofft und gebannt, doch vielleicht soll das mit uns einfach nicht sein. Ich bin. Oh, was ein Ehrenloser. Wie kann man so ekelhaft sein, Lom? Imagine, ihr lauft so da vorbei, so auf einmal, er umarmt einfach die Person, die ihr liebt und so. Und dann denkt man sich auch so, so eine Nackenschelle. Was labere ich eigentlich? Egal. Ey, bitte, Leute, ey, verzeiht mir, falls ich ein bisschen verpeilt klinge. Ich nehme diese Videos gerade hintereinander auf, ne? Nur so zur Info. Ich nehme diese Videos gerade alle am 16.06. auf. Ihr seht dieses Video hier wahrscheinlich erst am 20. oder so seht ihr das Video erst, weil ich schätze mal, dass das Video von Ferro Krach, also von dem Song Krach von Ferro, kommt wahrscheinlich oder kam am 18. oder am 17. Ich weiß es nicht, nachdem man nicht mit den Videos hier fertig bin, also geschweige denn, wie viele ich heute überhaupt aufnehme. Und ja, mal gucken. Mal gucken. Weiter. Kam keine Antwort. Ich wollte mein ganzes Leben mit dir sein. Durft und gebannt, doch vielleicht soll das mit uns einfach nicht sein. Ja, ich wollte nur ankommen, denn in meinem Herzen war ich immer dein. Durft und gebannt, doch vielleicht soll das. Well, was ein gottloser Waller wieder, ne? Aber er hat ein neues Handy, wurde er hat iPhone, er hat abgedrückt, er verkauft gleich auf Schwarzmarkt. Ich bekam keine Antwort, ich wollte mein ganzes Leben mit dir teilen. Kommt da noch was? Nö. Auf jeden Fall, was kann ich dazu sagen? Ja, Song an sich sehr, sehr strong gemacht. Man hat auf jeden Fall gemerkt, wie viel Zeit dahinter steckt. Ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut in die Videobeschreibung. Song ist verlinkt, VDSES ist verlinkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns entweder in der nächsten Reaction, im nächsten Gaming-Video oder im nächsten Tutorial. Je nachdem, was ich dann hochlade. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. His heart is cold.